hier. Holz brauche ich nicht. Steam Engine brauche ich gerade auch nicht. Electric Furnace brauche ich nicht. 3 Barrels, 2 Steine brauche ich nicht. Rest ist eigentlich okay. Ah, Gun Turrets brauche ich nicht. Und die Science Packs könnte ich gleich mal einsortieren. Auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass da irgendwo... Oh doch, grüne Tränke haben ein Problem. Du. 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 Wo ist denn das Problem, grüne Tränke? Ihr habt keine Kupferplatten. Okay. Ich hätte gerne ein paar Kupferplatten. Nicht hier. Hier. Und Geschwindigkeit erhöht. Die Geschwindigkeit 2 kostet 100. Ist immer noch schneller als das hier zu erforschen. Also erforschen wir das da. Kupferplatten. Ah, sind ein Ticken schneller. Mal gucken, wie schnell sie mit maximaler Geschwindigkeit später sind. Sind meine 15 Frames schon fertig? Nee. Oh, noch lange nicht. Okay. So, grüne Tränke müssten jetzt auch wieder kommen. Wir brauchen ja keine Kupferplatten hier. Ich habe mich verguckt. Wir brauchen hier die Ärmchen. So, Kupferplatten sind weg. Ich hätte gerne eine Requester Chest. Weg mit ihr. Requester Chest. Und zwar hier. Und da sollen auch die kleinen Ärmchen hin. 100 Stück. So. Das heißt, von unten werden jetzt die Ärmchen geholt. Die werden hier hingebracht. Und sie werden oben hingebracht, wie man da gerade sehen kann. Damit daraus die besseren Ärmchen werden. Die grünen Ärmchen. Da kommt ein Ärmchen. Ich will jetzt sehen, wie irgendeiner der Roboter ein Ärmchen schnappt und hier hinbringt. Währenddessen stelle ich 16 Logistikroboter her. Das geht ganz schön schnell. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell so viele Roboter zusammenkriegen. Und da kommt ein Ärmchen angeflogen. Eins. Das ist echt nicht viel, aber ja, das ist ein Anfang. Das ist ein Anfang. So, ich brauche einen Roboport. Hier. Friss. Sehr schön. Warum? Achso, muss erst die Flying Frames herstellen. Aber es werden immer mehr, es werden immer mehr. Was können wir jetzt als Spieler tun, während wir eigentlich nur darauf warten, dass unsere Warteschlange da unten abgebaut wird? Wir können wie immer Holz weghauen, aber das ist nicht so wirklich spannend. Wir können nach den Steinen gucken. Das ist sogar wichtig. Ich schnapp mir mal welche von den Brennblöcken hier. Haben wir ja ein paar. Und fütter damit die Stein zu Ziegelsteinanlage, die wir hier irgendwo stehen hatten. Da unten, genau. Und die blinkt schon wieder. Du. Brennstoffdinger. Wir hatten auch eine Anlage, die direkt da draus Mauern gebaut hat. Ich habe noch keine Ahnung, wo das war. Hier unten war Öl. Auch wenn das ganz schön verwahrlost ist inzwischen. Aber da könnten wir unsere... Ne, keine Fässer mehr da. Hier ist Stein. Da ist ein Buggy. Ja, hier sind schon wieder Eisendinger, die nichts mehr produzieren. Du. Da. Du da. So. Ja, das Eisen hier ist auch bald weg. So, hier staut sich das schon. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Unterirdisch. So, so. Spielinventar ist voll. Ja, Wayne. So. Es muss durchgehend voll sein.
Ist es das jetzt? Nein. Da ist eine Lücke. Das heißt, wir machen das auch noch hier einmal. Runter, raus. Und so. Gucken. Achso, hier ist Stau. Ja, ich kann es... Wie? So, jetzt habe ich es auf der Hand. Wie schmeiße ich Sachen weg? Habe ich bisher noch nie gemacht. Drop Item, Z. Zack, okay. Also voll, voll, voll. Und es wird nur vom linken genommen, rechts staut sich das Ganze. Habt ihr alle schon Efficiency-Dinger drin? Nö. Efficiency, Geschwindigkeit. So, gib ihm mehr Power. Und er kommt gar nicht hinterher oben auf dem Fließband. Das ist nicht gut. Also machen aus euch mal schnelle Fließbänder. Was natürlich gar nichts bringt, wenn das hier oben langsam ist. So, so. Ja, bringt mal eben gar nichts. Also brauchen wir doch wieder ein Ärmchen hier. Smart Inserter. Nö, kann Fast Inserter sein. Sehr schön. Jetzt geht das hier unten auch weiter. Kupfer machen wir mal ähnlich. Du nimmst bitte Kupfer. Gut, dann schockt das hier auch nicht so ganz. So, die Roboter sind fertig. Wo ist der nächste Roboter-Port? Da. Alle Mann rein da. Alle Mann raus da. Alle Mann verteilt euch. Sehr schön. Was macht ihr? Ihr holt Chips. Bringt die Chips da hin. Macht rote Chips draus. Ihr nehmt rote Chips, bringt die da oben hin, bis der sich füllt. Okay. Grüne Chips kommen da an. Du produzierst ganz ab und an mal einen grünen Arm. Ist okay. Aber das hier hätte eigentlich echt Priorität. Ah, nee, warte. Das da hätte Priorität mit den grünen Chips. Damit mehr grüne Ärmchen hergestellt werden, damit mehr blaue Tränke hergestellt werden, damit die Roboter schneller werden, damit sie schneller grüne Ärmchen herstellen können durch das Versorgen von Chips. Ne? Macht Sinn. Deswegen klaue ich mir hier mal von Hand welche. Und werfe die da oben rein. Oh. Oh. So. Was im Licht stört immer noch. Genau, dass es nicht angeht, obwohl es dunkel ist manchmal. Also in der Übergangsphase. So, du bringst Ärmchen, du machst ab und an grüne Tränke, aber das ist auch langsam. Das heißt, wir schmeißen hier mal mehr davon rein und normale Ärmchen. Was fehlt bei den normalen Ärmchen? Die haben ja inzwischen doch ein paar Abnehmer. Grüne Chips. Da können wir doch auch einfach mal eine Requester-Chest hinbauen, ne? Es fehlt eine Smart-Chest, es fehlt Stahl. Auch ein ganz unbekanntes Problem. Hm. Da, Stahl. Eisen komplett rein. Ich habe zu viel Kupfer im Inventar. Hier kommt Kupfer hin. Gut. Gut, 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 gut. Chips. Mitkommen. Provider Chest, Requester Chest. Du hast Eisen, du hast das, du hast keine Chips. Hier kommt eine Active Provider, nein, eine Requester Chest kommt hier hin. Und die hätte gerne, wie viele andere Kisten auch, durchgehend. Eigentlich könnten wir es auch einstellen, dass sie durchgehend nur einen Chip haben, weil das muss ja eigentlich nur das Fließband voll sein. Dann haben wir nicht so viel Vorlauf. Mal gucken. So, holt Ärmchen, holt Ärmchen.
Holt Ärmchen. Es sind ganz schön viele von den Logistikrobotern, die einfach nur Ärmchen holen. Ah, da kommt mal ein Chip an und fliegt woanders hin. Wo fliegst du mit dem Chip hin? Achso, du lädst dich auf. Okay. Und dann fliegst du da hin. Du bist dran vorbeigeflogen. Du hättest es einfach nur hinfallen lassen müssen. Na Gott. Ah, grüne Ärmchen werden da abgeliefert. Das heißt, wenn ich irgendwann mal Überschuss von irgendwas habe, dann kann ich es einfach hier in die Kiste schmeißen und die Roboter verteilen das automatisch. Zum Beispiel grüne Chips. Wenn ich da jetzt grüne Chips reinwerfe, müsste gleich ein Roboter kommen und da grüne Chips rausnehmen. Hm, zum Aufladen wird wirklich ein Problem. Und da kommen die grünen Chipsdiebe. Das mit dem Aufladen, was ich gerade meinte. Nicht ein Problem, weil wir nicht genug Roboports haben zum Aufladen. Das wäre erst ein Problem, wenn hier durchgehend Roboter am Laden wären. Nee, die Wege, die sie fliegen müssen. Also der fliegt von A nach B meinetwegen und macht den Umweg zum Roboport, um sich aufzuladen. Das heißt, er fliegt von A, fliegt den hier hin und fliegt den von da aus nach C. Das verlängert das Ganze nur unnötig. Wir brauchen unbedingt Logistikroboter Speed 2. So, grüne Tränke scheinen langsam zu gehen. Ärmchen werden regelmäßig eingeflogen. Und die fiepen alle, die Roboter. Das ist ja auch abgefahren. Ich denke, das wird mir später richtig auf die Nerven gehen. Piep, 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 piep. Momentan ist es einfach noch cool. Lauter fliegende Viecher über meinen Köpfen, die die Maschinen befüllen. Du, staut sich hier was? Ja, ein wenig. Deswegen helfe ich dir mal kurz. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Grüne Tränke hier. Zack. Und ich stelle euch mal auf weniger. Was? Achso, hier. Stell ich mal auf 10. Weil wie gesagt, das innere Band muss nur befüllt sein. Danach ist alles gut. Und so sind die Roboter dann eher frei, die wichtigen Jobs zu machen, anstatt eine Kiste mit 100 zu füllen, die gar nicht mit 100 gefüllt werden muss. Weil zu dem Zeitpunkt hier das Band voll wäre. Und das dauert eine Weile, bis das Band abgelaufen ist. So, du brauchst grüne Chips. Bei dir stellen wir auch mal ein. Nur 10. Die Flying Frames sind gleich fertig. Sehr gut. Kommt Öl regelmäßig noch von oben an? Ja, ist der Tank voll? Ja, sehr gut. Aber ihr brennt ja gar nicht. Na doch, jetzt brennst du. Strom, ist Strom gerade ein Problem? Ja, Strom ist gerade ein Problem. Warum? Haben Türme geschossen? Ah, weil die Schmelzöfen jetzt alle viel mehr Strom verbrauchen. Ja, okay. Kupferplatten, ich stelle mal ganz schnell Solarzellen her. Auch wenn das nichts helfen wird. Oh, und warum habt ihr keinen Strom? Was ist hier verkehrt? Achso, du hast keinen. Du bringst keine Kohle mehr rein. Kohle. Kohle. Nochmal auf die Spender, nochmal auf die Spender da. So. Komm, 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 komm. Jetzt müsste gleich mit dem Strom wieder alles okay sein. Ah, ist garstig. Akkumulator und ich brauche mehr Akkus. Dafür brauche ich mehr Batterien. Also das löst das Problem nicht, aber ich habe wenigstens ein bisschen mehr Zeit. Noch ein Problem, das ich gerade sehe. Also einmal, wenn Stromausfall ist, schießen die Türme nicht mehr ordentlich. Und die Roboter. Ich glaube, früher sind die Roboter, wenn sie keinen Strom mehr hatten, einfach aus dem Himmel gefallen und waren kaputt. Also endgültig zerstört. Jetzt werden sie nur sehr, sehr langsam. So, Batterien. Oh, 100 Stück, die nehme ich mal mit. So. Lalalala. Ich wollte gerade irgendwas bauen. Aus Batterien brauch. Akkus. Ha. Da. Eisenplatten.
Eisenplatten sind hier unten. Eisenplatten. 33 Akkus, das sieht auch gut aus. Sind auch schnell gebaut. Da. Hier durch, hier durch, hier durch. Und einfach hier unten weitersetzen. Da. Das war doch so, ne? Ja. So, so. Lampe muss weg. Du stehst da falsch. Du gehörst da, glaube ich, hin. So hatten wir irgendwo mal irgendwann abgemacht. So, die müssten sich jetzt füllen, richtig? Sieht nicht so aus. Ganz, ganz langsam füllen die sich. Aber okay, ist auch Nacht. Tagsüber müssten die ganz schnell voll werden, dann ist gut. Brezel. Muster weiter, Bäume töten. Immer schön Bäume töten. Weg, weg, weg und mehr Brezel. Mhm. Haben alle keinen Strom, ist okay. Glaube ich. Zuerst müssen wahrscheinlich die oben gefüllt werden. Ja, es wandert langsam runter. Es könnte platztechnisch doch ein Problem werden, selbst wenn wir einmal durch unsere komplette Verteidigungsanlage rumgehen. Also wenn die Akkus, die wir vorher hatten, nur 25 Sekunden halten, dann sind wir jetzt gerade vielleicht mal bei einer Minute oder so. Und eine Nacht ist dezent länger als eine Minute. Aber mal schauen. Die arbeiten wieder alle mit... Ja, es dauert eine ganze Weile, bis das Wasser wieder heiß wird. Temperatur 92, zu wenig Wasser. Ich hasse das Wasserproblem. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur die Pumpe einmal abreißen. Pumpe neu setzen und warten. Das hat bisher immer geholfen. So, du bist leer. Weg mit dir. Du kannst dich da mal hinsetzen und du kriegst hier noch einen Anschluss. So. Also, die müssten durchgehend befeuert werden. Wasser müsste neu da sein. Roboter. Mehr Roboter. Mehr Logistikroboter. So, nächster Roboport. Da. Alle Mann rein da. Swoosh. Sehr gut. Wie sieht es mit Tränken aus? Grüne Tränke haben sich gefangen. Blaue Tränke sind das Problem. Blaue Tränke brauchen Stahl. Da haben wir noch keine Requester-Chest. Da. Du, bring mir bitte Stahl. Einer reicht völlig. Achso, aber es mangelt nicht an Stahl, sondern es mangelt hier an den grünen Chips. Und die grünen Chips werden nicht produziert, weil... Oh. Keine Eisenplatten. Das ist peinlich. So ziemlich das Einzige, was ich jetzt noch von Hand wirklich machen muss. Und ich leg's nicht rein. Also, einmal ein Spielerinventar voll Eisenplatten, bitte. So. Das sind viele Eisenplatten. Das, guckt euch das mal an. Es ist eine ganze Linie aus Robotern. Die könnten eigentlich in der Luft stehen bleiben und das hin und her reichen. aber na gut. Wir haben viel geschafft, diese Folge. Wir sehen uns gleich wieder.